war 22 Jahre alt, als ich die Diagnose bekommen habe. Und es war für mich ein großer Schock, weil ich mit dem überhaupt nichts anfangen habe können. Ich habe gearbeitet und war sportlich sehr aktiv. Und da war einfach meine Angst, das kann ich alles nicht mehr machen. 13 Jahre später muss ich sagen, mein Leben hat sich nicht wirklich wesentlich verändert. Ich kann nach wie vor sehr lange Spaziergänge machen, ich kann Radfahren, ich kann Skifahren. Zwar alles begrenzt, aber es funktioniert alles noch. Man muss sich nur ein bisschen Zeit geben. Ich arbeite halbtags als Sekretärin und wenn es die Zeit zulässt, nehme ich Aufträge als Model an. Momentan geht es mir sehr gut. Ich halte Acrylmalkurse und da arbeite ich sehr, sehr gerne mit Kindern. Ich habe MS und liebe mein Leben. Es ist 14 Jahre her, wo ich die Diagnose gekriegt habe. Gearbeitet habe ich damals in der EDV-Branche. Aber ich habe vor allem Sensibilitätsstörungen in den Händen und in den Beinen. Und daher habe ich die Arbeit nicht mehr lange ausüben können. Und da bin ich nachher zuerst in den Krankenstand geschickt worden und nachher haben sie mich in Frühpension geschickt. Ja, meine Frau, die kenne ich jetzt schon fast mein ganzes Leben. Aber erst nach der Diagnose eben habe ich sie an mir heranlassen und sie hat nachher mit nächtelangen Gesprächen über das Leben und über alles, hat es mich eigentlich da herausgezogen und hat mir eigentlich gezeigt, dass das Leben noch lebenswert ist. Früher, da war ich zu sehr auf mich und auf meinen Job vor allem konzentriert. Und da war die Krankheit ganz wichtig, weil da habe ich einfach mehr auf mich hören müssen wieder, damit ich auch weitere Strecken da gehe. Ich kann jetzt wieder eine halbe Stunde mit meiner Frau spazieren gehen und das genieße ich wahnsinnig. Ich habe MS und liebe mein Leben. Da war ich 26, mitten im Berufsleben, verheiratet und dann plötzlich, zack, war die Diagnose da. Wenig später hat mich dann meine Frau verlassen und ja, es war nicht schön damals. Das Hauptproblem bei mir war wirklich die rechte Hand und wir haben dann versucht, mit gezielter Ergotherapie dem Ganzen entgegenzuwirken und das hat sich dann verbessert, also man könnte sagen zurückentwickelt. Ja, und jetzt heute bin ich eigentlich kaum mehr eingeschränkt, weil ich kann Sport machen, ich schwimme gern, tue auch ein bisschen Nordic Walken und ja, jeden Tag in der Früh raus mit meinem besten Kumpel, also mit meinem Hund. Ich habe es früher immer belächelt, wie es immer geheißen hat, der Hund, der beste Freund des Menschen, das ist tatsächlich so. Der steht zu dir, egal was ist. Und gemeinsam gibt man sich irrsinnig viel. Und man lernt auch neue Frauen kennen. Ich habe MS und liebe mein Leben.